Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Das Wichtigste vom Sport später wieder mit dir, Christine. Ich hab Tennis und Fußball dabei. Guten Abend. Und wir verschaffen uns jetzt wieder einen Überblick. Die Wirtschaft fördern und den Amtsschimmel zügeln. Die Bundesregierung beschließt Erleichterungen für Unternehmen und will unnötige Bürokratie abbauen. Bange Stunden in Florida. Hurrikan Idalia ist auf Land getroffen und wütet mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern. Filmfestival mit Einschränkungen. In Venedig fehlen viele US-Stars wegen des Streiks in Hollywood. Eröffnungsfilm ist jetzt ein Kriegsdrama aus Italien. Auffallen durch harte Arbeit und nicht mehr durch lauten Streit. Das hat sich die Bundesregierung bei ihrer Klausur auf Schloss Meseberg vorgenommen. Den Alarmrufen aus der Wirtschaft setzt die Ampel ein Reformbündel entgegen, das wieder Aufschwung bringen soll. Weniger Bürokratie und Steuererleichterungen wurden beschlossen. Strittig bleibt der verbilligte Strom für die Industrie. Über die Ergebnisse von Meseberg, Patricia Wiedemeier. Es ist genau 12 Uhr, als die Spitzen der Ampel vor die Presse treten. High Noon, irgendwie passend für die Lage im Land und wohl auch für diese Koalition. Einsichten. Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus. Raus kamen in Meseberg vor allem Entlastungen für die derzeit schwächelnde Wirtschaft. Verabschiedet wurde unter anderem das Wachstumschancengesetz. Vorgesehen sind steuerliche Entlastungen für die Wirtschaft im Volumen von gut 7 Milliarden Euro jährlich. Für besonders klimafreundliche Investitionen gibt es Prämien. Und wer neue Wohnungen baut, kann auf Erleichterungen bei der Steuer hoffen. Ob dies alles wirklich umgesetzt wird, ist offen, da bereits einige Bundesländer Einspruch erhoben haben. Und der Wirtschaft ist dies noch zu wenig. Wir brauchen deutlich mehr hinsichtlich der Frage der steuerlichen Entlastung, was die Unternehmenssteuern angeht. Wir brauchen bei der Frage der Energiepreise eine Entlastung, sowohl für Verbraucher als auch insbesondere für sehr energieintensive Unternehmen. Doch gerade beim Thema Industriestrompreis gab es keine Einigung. Grüne und SPD-Fraktionen fordern es, FDP und Kanzler lehnen es ab. Zu unserer Strategie gehört auch strukturell dafür zu sorgen, dass wir geringe Stromkosten in Deutschland haben, indem wir mit noch neuem Tempo die erneuerbaren Energien ausbauen. Zur Debatte selbst hat der Bundeskanzler ja das Seine gesagt. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Heute jedenfalls nicht. Der Industriestrompreis, er könnte zum nächsten Streit in der Ampel führen. Doch diesmal soll es dann alles anders, vor allem leiser werden. Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Nach 2 Tagen Klausur demonstriert die Ampel Einigkeit und verspricht Besserung. Wieder mal. Stichwort Bürokratieabbau. Was wird noch gebraucht und was kann weg? Ist ja immer die zentrale Frage beim Entrümpeln, ob zu Hause auf dem Dachboden oder eben im Gesetzbuch. Die Regierung hat jetzt also geprüft, welche Formulare und Vorschriften sich überholt haben. Das Ergebnis dieser Inventur soll die Wirtschaft um 2,3 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Einige Beispiele zeigt Julia Schröter. Der Meldeschein im Hotel. Jeder kennt ihn, doch er soll bald Geschichte sein. Daten wie Name, Geburtsdatum, aber auch Mitreisende, zumindest von deutschen Staatsbürgern, müssen Gastgeber dann nicht mehr erfassen. Bisher ist das noch für jeden Reisenden nötig, inklusive einem Jahr Aufbewahrungsfrist für jeden Schein. Stichwort mehr digital statt auf Papier. Das soll in Wirtschaftsunternehmen in vielen Bereichen umgesetzt werden. Arbeitszeugnisse etwa soll es künftig auch elektronisch geben können. Im Privatbereich wird es ebenfalls digitaler. Die Kündigung eines Mietverhältnisses beispielsweise soll bald elektronisch möglich sein. Weniger Bürokratie auch am Flughafen. Über den Chip im Reisepass sollen, sofern der Reisende zustimmt, Daten an die Airline übermittelt werden. Kontrollen beim Zugang zum Sicherheitsbereich und Boarding werden so vereinfacht.
Und noch ein Kabinettsbeschluss. Die digitale Patientenakte soll ab 2025 Pflicht werden. Es sei denn, man widerspricht ausdrücklich. Die Datensicherheit sei gewährleistet, versicherte Gesundheitsminister Lauterbach. In der Akte werden Diagnosen, Laborergebnisse, Röntgenbilder, Rezepte und andere Informationen zusammengefasst. Den Ärzten soll sie helfen, sich ein Bild vom Zustand des Patienten zu machen. Auch die Forschung soll davon profitieren. Ja, von Gesundheit bis Wirtschaft, wenn Sie noch mal nachlesen wollen, was die Ampelkoalition beschlossen hatte auf Schloss Meseberg. Online haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst, jederzeit auf unserer ZDF-Heute-App. Bayerns Landesregierung aus CSU und Freien Wählern befindet sich seit dem Wochenende im Krisenmodus. Freie Wählerchef Aiwanger soll zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt zumindest besessen haben, das sein Bruder verfasst haben will. Erstmals seit Bekanntwerden des Falles hat sich der Vizeministerpräsident jetzt persönlich zu Wort gemeldet. Ich bin weder Antisemit noch Extremist, sondern ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund, kein Menschenfeind. Und insofern sage ich das wirklich, dass ich hier für die letzten Jahrzehnte alle Hände ins Feuer legen kann. Und was in Jugendzeiten hier diskutiert wird, wundert mich etwas. Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Da wollen wir noch mal nachfragen in München bei Stefan Leifert. Stefan, wie ordnest du das Statement oder die Statements von Aiwanger ein? Ja, man kann daraus dreierlei ableiten. Erstens ist es ein erstes kleines Eingeständnis von Hubert Aiwanger, dass es in dessen Jugend etwas gab, was dann Anlass gegeben hat zu den Vorwürfen, die heute auf dem Tisch liegen. Das ist neu. Bisher hat Hubert Aiwanger die Vorwürfe ja recht pauschal abstreiten lassen. Zweitens, man kann erkennen, wie seine Verteidigungslinie aussehen wird. Er will das Ganze als Jugendsünde abtun, sagt, dass sein Vorgänger, die lange her seien, er sei 15, 16 gewesen und habe sich danach auch nichts zu Schulden kommen lassen. Überhaupt hält er das Ganze für eine Schmutzkampagne, wie er sagt, die ihn politisch vernichten soll. Drittens, zum Verhältnis zwischen ihm und Markus Söder und damit in der Bayern-Koalition, sagt er, die Lage sei sehr, sehr ernst. Er habe den Fragenkatalog bekommen, den die CSU gestern entworfen hat, und wolle die Fragen beantworten. Also unterm Strich, das ist kein Befreiungsschlag, es ist eine erste Antwort. Es ist aber noch nicht die differenzierte Antwort auf die 25 Fragen, die Hubert Aiwanger jetzt vorliegen. Vorerst bleibt Hubert Aiwanger Vizeministerpräsident und Minister hier in Bayern auf Abruf. Stefan, vielen Dank für die Einordnung nach München. Ja, unter Druck steht auch die Linkspartei. Die Fraktionsspitze hat ihren Rückzug angekündigt und die Partei, die befindet sich in ihrer bislang wohl größten Krise. Seit Monaten kritisiert Ex-Fraktionschefin Wagenknecht den Parteikurs. Es geht um unterschiedliche Positionen, etwa zum Ukraine-Krieg, weswegen Wagenknecht die Gründung einer neuen Partei erwägt. Über eine Krisensitzung der Fraktion berichtet Andrea Maurer. Dietmar Bartsch hat gesagt, dass er für das Amt des Fraktionsvorsitzenden nicht mehr antritt. Auch seine Co-Fraktionschefin will nicht mehr. Doch die Partei hat keine mehrheitsfähige Nachfolge gefunden. Und jetzt bleiben beide im Amt. Ich habe eine Verantwortung übernommen, auch als ich das Amt angetreten habe. Und ich lasse natürlich jetzt nicht am nächsten Tag den Stift fallen. Die Fraktion hat nun beschlossen, die Vorstandswahl, die am 4.9. stattfinden sollte, zu verschieben. Für das Lager um Sarah Wagenknecht ein weiterer Beleg für das Versagen der Parteispitze. Der Parteiverstand war nicht in der Lage, geeignete Kandidaten zu finden, wo man davon ausgegangen wäre, sie hätten eine Mehrheit. Und das ist ein Desaster. Das ist tatsächlich ein Desaster, das der Vorstand dieser Partei verursacht hat in seiner bisherigen Politik der Zerlegung der Partei. Die beiden Parteichefs Janine Wissler und Martin Schürdewan stehen für ein Interview nicht zur Verfügung. Sie verweisen auf den parlamentarischen Geschäftsführer. Es hilft überhaupt gar nicht zu sagen, wer hat jetzt hier wie Schuld, sondern diese Fraktionssitzung ist dem Vorschlag der Parteivorsitzenden und der Fraktionsvorsitzenden gefolgt, die gesagt haben, wir wollen es noch mal versuchen, nehmen uns deswegen die Zeit, um einen möglichst breit getragenen Personalvorschlag zu machen. Die Verschiebung der Wahl wird die Krise nicht lösen, sondern wahrscheinlich nur verhärten. Die Partei wird sich weiter zerreiben in Personalfragen und über allem hängt noch das Damoklesschwert Sarah Wagenknecht, die womöglich schon bald ihre neue Partei gründen könnte. Wann die Vorstandswahl nun stattfindet, ist offen. Fraglich auch, ob sie überhaupt noch stattfindet oder ob sich die Fraktion nicht vorher schon spaltet.
Die Hoffnung, dass sich der Anstieg der Preise im Laufe des Jahres deutlich abschwächt, erfüllt sich bislang nicht. Die Inflation hält sich weiter hartnäckig auf hohem Niveau, denn vor allem Energie und Lebensmittel bleiben teuer. Immerhin geht die Inflationsrate minimal zurück um 0,1 Punkte auf aktuell 6,1% im August. Diese vorläufige Schätzung hat das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht. Jetzt zum Krieg in der Ukraine. Dort hat es in mehreren Regionen massiven russischen Beschuss gegeben. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 6 Menschen getötet. 2 davon in der Hauptstadt Kiew, wo Trümmer abgeschossener Raketen auf Gebäude stürzten. 2 weitere Menschen wurden dabei verletzt. Moskau meldet unterdessen Drohnenangriffe auf Gebiete in Russland, vor allem auf den Westen. Der ägyptische Staat geht mit Härte gegen Oppositionelle vor und offenbar sind auch ihre Verwandten nicht mehr sicher. Fascha al-Adli, eine Deutsche mit ägyptischen Wurzeln, kämpft für die Freilassung ihres Vaters. Er ist vor einigen Tagen bei der Einreise in Kairo verhaftet worden. Die 30-Jährige geht davon aus, dass ihr Vater aus Rache inhaftiert wurde, weil sie selbst Machthaber al-Sisi vor 8 Jahren in Berlin medienwirksam als Mörder beschimpft hatte. Unsere Reporterin Anna Feist hat Fascha al-Adli getroffen. Warten auf Nachricht vom Vater. Der sitzt seit 12 Tagen zu Unrecht in Haft, sagt seine Tochter. Ich bin die politisch Aktive. Ich bin diejenige, die sozusagen das Regime kritisiert hat. Mein Vater hat nichts mit zu tun. Rückblick. Frau Merkel, verbieten Sie mir nicht das Wort. Er ist ein Mörder! Er ist ein Mörder! Lassen Sie mich reden! 2015 während einer Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel und dem ägyptischen Präsident al-Sisi protestiert Fascha lautstark. Ich habe mich für Ägypten eingesetzt, letztendlich mit meinem Hintergrund als deutsche Person, ja, die aber aufgewachsen ist mit dem Ziel, sich für Menschenrechte einzusetzen. 8 Jahre später, so vermutet die 30-Jährige, folge nun die Rache des ägyptischen Präsidenten. Anders als sie habe der Vater keinen deutschen Pass, ist der ägyptischen Justiz ausgeliefert. Sippenhaft als Einschüchterungstaktik, das sei kein Einzelfall. Es geht darum, Druck auszuüben, indem sie Angehörige verhaften, damit Regierungskritiker oder Journalisten schweigen. Das passiert hier häufig. Doch schweigen wird Fascha nicht. Vergangene Woche demonstriert sie allein auf den Straßen Kairos. Völlig unerwartet kann sie am Montag erstmals den Vater besuchen. Im Gefängnistrakt für politische Häftlinge. Es gehe ihm gut, soweit. Er schlafe auf dem Boden, habe abgenommen. Ihr Abschied fällt schwer. Wir haben uns umarmt und er hat zu mir gesagt, bleib stark und alles wird gut. Gestern dann gibt es schlechte Nachrichten. Die Haft werde um 15 Tage verlängert. Wie es weitergeht, völlig unklar. Wieder ein Putsch in Afrika, diesmal in Gabun. Wenige Tage nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl hat das Militär nach eigenen Angaben die gerade wiedergewählte Regierung gestürzt. Offiziere erklärten im Fernsehen, dem Regime werde ein Ende gesetzt und die Wahl für nichtig erklärt. Genauso wie der Sieg von Präsident Ali Bongo. Er steht unter Hausarrest. Bongos Familie regiert das Land seit mehr als 55 Jahren. Er selbst ist seit 14 Jahren an der Macht. Ja, es sind bange Stunden für die Menschen im US-Bundesstaat Florida. Dort ist Hurricane Idalia auf Land getroffen. Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde zieht der Wirbelsturm einmal quer über Florida. Er sorgt für schwere Überschwemmungen und Stromausfälle. Experten stufen die Lage als extrem gefährlich ein. Claudia Belz berichtet. Der peitschende Sturm treibt schwimmende Trümmer durch Ortschaften. Hurricane Idalia zeigt seine zerstörerische Kraft. Als er am Morgen auf Land traf, stand an vielen Küstenabschnitten schnell alles unter Wasser. Die Behörden hatten gewarnt vor meterhohen Sturmfluten. Der Sturm ist inzwischen über Florida hinweggezogen. Such- und Rettungsteams sind ausgeschwärmt. Die Nationalgarde ist bereits an verschiedenen Orten im Einsatz. Sie werden größere Teile der Straßen freiräumen und Trümmer beseitigen, die herumgeflogen sind. Bereits jetzt sind mehr als 250.000 Haushalte ohne Strom.
Wassertemperaturen von bis zu 31 Grad im Golf von Mexiko haben Idalia immer stärker werden lassen auf dem Weg an die Küste. Die Regierung hatte bereits im Vorfeld Unterstützung zugesagt. Wir sind da so lange wie nötig. Sie sollen alles haben, was sie brauchen. Die Sorge der Katastrophenschützer gilt vor allem den Menschen, die trotz der dringlichen Warnungen dageblieben sind. Sobald das Wasser zurückgeht, beginnt für alle hier das große Aufräumen. Jetzt schauen wir woanders hin, nach Venedig, für viele eine der romantischsten Städte der Welt. Dort starten heute wieder die internationalen Filmfestspiele und die gelten immer auch als großes Warmlaufen für die Oscarverleihungen. Entsprechend hoch ist dort dann immer auch die Dichte an großen Hollywood-Stars. In diesem Jahr allerdings bleiben die allermeisten dem Festival fern. Warum das so ist und wer davon profitiert, erfahren wir jetzt von Annette Hilsenbeck. Vor wenigen Momenten ging es los auf dem roten Teppich für den Eröffnungsfilm in Venedig. Das italienische Marinedrama Kommandante, ein Ersatz. Denn die Hollywood-Produktion Challengers wurde kurzfristig abgesagt. Grund: Die Hollywood-Schauspieler streiken seit Wochen und machen auch keine Werbung für ihre Filme. Es wird ein paar rote Teppiche geben, vielleicht weniger glamourös als sonst. Aber insgesamt wird es wie immer eine große Party sein. Premieren von großen Hollywood-Produktionen wie The Killer mit Michael Fassbender oder Maestro von und mit Bradley Cooper finden statt, ohne Stars, mit weniger Glamour. Die Hollywood-Schauspieler fordern höhere Gagen und Regeln beim Einsatz künstlicher Intelligenz, um nicht durch Kunstfiguren ersetzt zu werden. Und nicht nur sie streiken, sondern auch die Drehbuchautoren. Die Jury um Jurypräsident Damien Chazelle heute bei der Pressekonferenz. Der Regisseur des Oscar-prämierten Filmes La La Land zeigte sich per T-Shirt solidarisch mit den Streikenden. 23 Filme stellen sich im Wettbewerb bis 9. September im Rennen um den Goldenen Löwen für den besten Film. Sehr gut. Und von Venedig geht es jetzt nach New York zu den US Open. Tennis ist angesagt, Christine. Das Schöne zuerst, ein Lichtblick. Eva Lies aus Hamburg, die als zweite deutsche Spielerin die zweite Runde erreicht hat, bei ihrem Hauptrundendebüt mit 6-2, 6-1 gegen die Amerikanerin Robin Montgomery. Tapfer gekämpft, aber nicht belohnt, Dominik Köpfer aus Furtwangen. Es ist Köpfers achter Aufschlag, noch steht es 0-0. Da knickt er um im größten Spiel seiner Karriere. Verdacht auf Bänderriss. Aber aufgeben nach nur ein paar Minuten gegen die Nummer 1 der Welt, das will er nicht. Dann habe ich mir noch als Ziel gesetzt, so lange wie möglich durchzuhalten. Habe mir das Ziel gesetzt, eine Stunde musste hier draußen bleiben. Kannst du nicht machen mit so vielen Zuschauern. Und das so ein Ende nimmt, ist natürlich ganz bitter. Die eine Stunde hält er durch, gewinnt sogar 4 Spiele. Dann geht es nicht mehr. Bei 2-6 und 2-3 verabschiedet er sich von Carlos Alcaraz. Der Spanier bleibt Turnierfavorit. Und zum Fußball. Streik statt Abschlusstraining, Paris statt Frankfurt. Stürmerstar Kolo Muani forciert seinen Abgang von der Eintracht hin zu PSG ziemlich rigoros. Mit viel Unruhe und ohne ihren Top-Torjäger Randall Kolo Muani geht es für Frankfurt ins Playoff-Rückspiel gegen Levski Sofia. Der Wechselstreit um den Franzosen eskaliert. Er will seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain erzwingen und bestreikte das Abschlusstraining. Konsequenz: Das Spiel findet ohne Frankfurts besten Stürmer statt. Keine gute Situation, in der wir jetzt gerade sind, weil natürlich Randall sich da vielleicht auch nicht optimal verhält. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, dass Randall ein sehr, sehr guter Junge ist. Paris bietet 80 Millionen für Kolo Muani. Doch Frankfurt braucht ihn, auch um in die Gruppenphase der Conference League einzuziehen. Im Hinspiel kam die Eintracht nicht über ein 1:1 gegen Sofia hinaus. Der FC Bayern München hat seinen neuen Sportdirektor vorgestellt, Christoph Freund. Der 46-jährige Österreicher bezeichnet seine Aufgabe beim deutschen Rekordmeister als absoluten Traum. Nach 17 Jahren bei RB Salzburg unterschrieb er bei den Bayern für 4 Jahre. Er gilt als Talenteentdecker und Nachwuchsförderer. Unser erster Arbeitstag am Freitag, 1.9. Vielen Dank, Christine. Wir haben noch die Zahlen vom Mittwochslotto. Hier sind sie. 23, 32, 42, 43, 46, 48. Die Superzahl lautet 1. Weitere Gewinnzahlen und Infos auf lotto.zdf.de und auf der ZDF-Textseite 557. Mit Gewittern geht es weiter, aber es wird auch wärmer. Mehr dazu gleich von Östen Terli. Ab 21.45 Uhr empfehle ich Ihnen das Heute-Journal mit Christian Sievers. Das war's von uns, zumindest für heute. Wir sehen uns morgen, wenn Sie mögen. Schönen Abend noch für Sie.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Im Westen ist ja heute schon dieses Frontensystem angekommen, hat hier Regen gebracht und wird weiteren Regen bringen im Osten und nach Norden hin. Und auch Gewitter sind dabei. Schauen wir uns die Nacht an. Und da gibt es in der Mitte Schauer und Gewitter. Das Ganze verlagert sich ostwärts und nach Norden und schwächt sich im Laufe der Nacht allmählich ab. Temperaturen sinken dabei auf 13 Grad an der Ostsee. Ganz im Westen einstellige Werte von 7 bis 8 Grad. Und morgen dann erst einmal in der Mitte trocken, aber dann bilden sich hier Schauer und Gewitter. So ähnlich auch nach Norden hin. Ganz im Süden, ja, da gibt es einzelne Schauer. Im Südwesten zeigt sich die Sonne häufiger bei höchsten Temperaturen von 23 Grad dort. Sonst 17 Grad zum Beispiel hier im hessischen Bergland. Deutlich kühler, aber oft liegen wir um die 20 Grad Marke. Die nächsten Tage, wir haben es immer noch mit Schauern und Gewittern zu tun, die können vor allem am Freitag in der Mitte kräftiger ausfallen. Werte 18 bis 26 Grad und dann sind die Schauer und Gewitter seltener. Dafür wird es wärmer und die Temperaturen steigen bis auf 28 Grad. Einen schönen Abend.